Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, in der wir weiter in unserem Turm bauen, den ich in der letzten Folge angefangen habe. Hier bin ich mir noch nicht so 100% sicher, ob ich das hier unten dann so lassen werde. Aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Ja, wir müssen jetzt quasi nach oben einmal und dann die Krone oben dran bauen. Die soll noch ein bisschen massiver werden. So, ganz werde ich es nicht wegkriegen. Und es wird schon wieder Nacht. Mein Gott. Okay, die Frage ist ja dann auch, wie machen wir hier drin das System? Wir müssen ja hier drin quasi eine Treppe bauen. Die würde ich aus Bruchstein einfach bauen. Und die würde dann hier anfangen. Genau, immer so. Dann hier ein Stein. Dann hier die nächste. So, dann wieder ein Stein. Da kommen wir halt manchmal mit den Fenstern dann. Also besser gesagt, wir kommen dann manchmal den Fenstern in die Quere. Ah, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. So. Das lässt mich jetzt das System erstmal nicht wechseln. Weil so ist eigentlich ganz smart. Oh, das connectet dann damit. Da müssen wir mal gucken. Dann machen wir vielleicht vor den Fenstern doch eine Pause. Mal schauen. Ich mache es jetzt erst einfach einmal so. So. Hier würden wir nämlich dann genau auf die Höhe kommen. Ist eigentlich schon okay. Das ist natürlich da oben dann so connected, wobei das sieht eigentlich keiner, ne? Das ist eigentlich echt egal, das sieht man nicht von außen und von innen ist eh Wurst. Eigentlich hätte ich ja da anfangen müssen, aber nee, so ist besser. Und da würde ich dann halt auch einfach so machen. Ne? Kann man so machen. Dann brauchen wir mal kurz Erde, dann mache ich das kurz einmal fertig. Hopp. Hier noch ein Stühlchen drunter und dann hier, da. Können wir die Erde schon wieder wegmachen. Dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Hopp. Dann nimmt das nämlich nach unten auch nicht so viel Platz weg, wenn man das mit dem System macht. So, einmal noch von der Seite. So. Und da wäre man ja dann eh wahrscheinlich erstmal oben, wenn wir auf der Höhe bleiben. Und dann ist halt die Frage, erstmal jetzt den Kackstift hier weg. Au. So, dann ist halt die Frage, wie wir das dann handhaben wollen oben. So. Ja, also das hier unten ist noch nicht optimal, sage ich euch, wie es ist. Das müssen wir dann mal gucken, ob man das nochmal anders macht. Erstmal würde ich jetzt ehrlich oben das bauen wollen, damit ich grob überhaupt mehr weiß, was ich hier mache. Ansonsten von der Höhe, wenn da jetzt so die Krone drauf kommt, finde ich es eigentlich ganz gut. Die soll es auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen massiver aussehen lassen. So, und hier haben wir eine schöne Treppe. Man muss dann aufpassen, dass man nicht runterfällt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Querbalken hin. Weil das unseren Style matchen würde. Das hätte ich vielleicht unten auch machen sollen. Wenn ich das nämlich unten gemacht hätte, dann hätte ich so... Dann hätte man das so unten auch machen können. Warte mal, ich bin hier nach da gegangen. Da nach hier. Und hier so. Und das könnte man unten natürlich auch machen. Weil hier kreuzen sich die Balken dann. Das ist eigentlich doof, was ich jetzt mache.
Nee, das reiß ich mal wieder ab. Das ist bescheuert. Ich müsste es hier machen. Hier würde der Balken 2 nach vorne gehen. Hier würde der Balken 2 nach vorne gehen. Was wir mit dieser Lücke machen, das müssen wir dann einfach mal schauen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, da kommen nämlich dann auch die Fackeln dran. Und hier, das kommt auch wieder weg. Tja, der ist wohl ins Nichts gefallen. So, und hier würde ich dann... Aua. Würde ich dann vielleicht einmal noch so machen. Und dann auch anfangen, nach außen zu gehen vielleicht. Halt mal so. Und dann haben wir ja das Dach immer so. Ach, machen wir überhaupt ein Dach? Nee, das ist ein Turm, der braucht eigentlich kein Dach, oder? Oder man geht ehrlich hin. Aber ein Dach? Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Hier könnte man das halt so machen, man dann hier ein bisschen nach außen gehen würde. Wenn ich jetzt sage, so, so, so. Wie habe ich mir das denn gerade vorgestellt? Ich weiß, glaube ich, selber nicht so genau. So hatte ich es mir irgendwie vorgestellt. Die dann erstmal wieder weg. Und die drunter. Ja. Dann natürlich so einfacher. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Mist. So. Und hier auch noch. Und dann so nämlich. Du kommst weg. Ich probiere jetzt hier erstmal einfach ein bisschen rum. Ob ich das dann am Ende wirklich so mache. Sei mal dahingestellt. Und dann würde ich nämlich die höher machen und dann vielleicht oben sogar echt ein Dach drauf. Mit so ein bisschen Freiguck dann. So, die Frage ist, auf wie viel geht man da? Ich würde auf 3 gehen. So, und das bei allen Seiten. Ja, yippie, ja, yay. Meine armen Knöchel, die knacksen schon. Bei diesen Abstürzen hier. So, es wird schon wieder Tag, Nacht meine ich. So, so, so. So, so, so. Das ist so ein Witz. Müsste hier jetzt unbedingt eigentlich mal, wobei das würde ich gerne mit Slaps machen. Slaps, Steps, keine Ahnung, wie der Kack heißt. Anstatt mit denen. So, jetzt den Sprung schaffen, bitte, danke. Oh, ich muss essen. Sonst sterbe ich, wenn ich runterfalle. Das will ich eigentlich ungern. Ich weiß gar nicht, welches Level ich inzwischen wieder bin. Ich esse mir mal eben einen rein. So, mehr geht nicht. Okay. So. Was man dann hier halt macht, ist halt die Frage. Das müsste man dann mal gucken. Und dann würde ich nämlich hier, müssen wir gucken, dass es dann 3 Blöcke sind, 1, 2, das heißt, einer muss noch drauf. Ich mich jetzt gerade nicht vertue. Dann würden hier 2 Balken hinkommen. Hier 2, nee. Hier 2 Balken hinkommen. Und da würde dann Dach drauf kommen, quasi. Dann muss ich das aber gleich mal ausmessen, dass ich nicht versehentlich einen zu klein mache. Zu hoch mache. Das soll dann so damit. Wobei. Naja, ist eigentlich egal. Ist eigentlich echt egal.
Hier wäre das, würde das Dach anfangen. So. Kleiner Spaß hier noch. Dann gucke ich jetzt gerade mal kurz, bevor ich... So, man könnte nämlich dann hier... Müssen wir mal gucken, wie man das dann hier schön macht, dass man quasi hier so hochgehen kann. Und dann hat man hier so eine Aussichtsplattform. Das wäre so ein bisschen meine Idee gewesen. Wie so eine Art Balkon. Aber dafür brauche ich noch Half-Steps. Die müssen wir dann gleich mal holen. Ansonsten von der Höhe her wird es passen. Ne? Da hat man noch gut nach einem nach oben Platz. Perfekt. Dass man sich die Rübe nicht stößt. Ja, das sieht vielleicht, wenn man gerade noch nicht so die Vision hat, die ich im Kopf habe, ein bisschen seltsam aus, was ich hier baue. Aber wartet ab. Vielleicht sieht es halt auch am Ende einfach komplett kacke aus. Ich will es nicht ausschließen, ne? Oh nee, das war ein zu niedrig. Wie konnte mir denn das passieren? Fatal Error. So, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Boah, was ein graziöser Sprung das hier war. So. Okay. Machen wir den Spaß hier. Eins, zwei. Okay. Und dann müsste man quasi... Da müsste man quasi überlegen, wie macht man das Dach weiter, ne? Ich hätte es erstmal gesagt so. Ja, das war nix. Dahin, genau. Und hier auch. Quasi so. Und hier den. Perfekt. Ja, so würde das auf jeden Fall funktionieren. Dann ziehe ich mal kurz eine Showwand hoch. Damit wir die alle easy platzieren können. So, mache ich mal hier einfach gerade weiter. Ich hoffe, ich habe noch genug von den Dingern. So. Und dann kriegen wir hier auch ein schönes Dach noch drauf. Ich glaube, das wird ganz cool. So. Oh, hier muss man echt schwindelfrei sein. Zack, zack, zack. Perfekt. Kann man das schon mal wieder wegmachen. Dann hätten wir den... Oh, wobei ich jetzt eigentlich gerade noch stehen lassen können, nicht Depp. Denn wir brauchen ja noch eine Schicht. Ach, so ein Witz. Was ist so ein Witz? So. Mist. Das war's mit den Dingern. Dann müssen wir wohl nochmal welche herstellen oder holen. Ich weiß nicht, ob ich noch welche habe. Ah, okay. So weit, so gut. Und dann müsste man halt mal überlegen, wie wollen wir da weitermachen hier. Da brauche ich dann die Half-Steps. Die brauche ich sowieso unbedingt hier. Und dann würde ich hier die auch schon hinmachen sogar. Die Treppen. Ja. Merke ich mir schon mal für gleich. Dann holen wir mal kurz die Sachen, die wir brauchen. Und schauen nochmal, wie das von außen aussieht, was ich hier gebaut habe. Das sehr schlimm aussieht. Oder ob es geht. Ja, okay, das wirkt erstmal ein bisschen seltsam, dieses Riesengebilde da oben drauf. Aber wartet mal, bis das gleich fertig ist. Ich glaube, dann ist das gar nicht so schlimm. Keine Ahnung. Huch. Schon mal einen schönen Screenshot machen. So. Bevor ich das wieder vergesse. Und dann müssen wir mal kurz gucken. Wir brauchen Treppenstufen und wir brauchen Half-Steps. Und ich brauche noch was im Magen. Bei der Eisenfarbe waren wir auch schon länger nicht mehr. Die ist bestimmt auch schon wieder dick voll. So, ich hoffe, ich habe den Mist noch. Sonst müssen wir das jetzt alles noch herstellen. Ja, ich guck mal. Ich guck mal, was ich da gerade mache. Ob das am Ende cool aussieht. Wir können auch mal die Mauern eigentlich mitnehmen.
So, die brauchen wir. Davon brauchen wir wahrscheinlich nicht so viele. Wobei. So. Dann gehen wir das mal kurz unten klein machen. Dann ist auch das Glas fertig. Das können wir dann auch mitnehmen. So. Perfekt. Dann machen wir hier schön die Dinger. Machen wir noch einmal die. Die zwei Bruchsteine packe ich dahin. Das dürfte eigentlich erstmal reichen, glaube ich. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Eisengitter, weil 54 könnten zu wenig sein. Aber das müssen wir jetzt nicht nachschauen. Ich hätte mal das Glas wegpacken können. Egal. Egal. Das geht schon. Mal beim nächsten Mal. Sonst wird schon wieder Nacht. Das gibt's doch gar nicht. So, dann gehen wir mal rein hier. Gut, dass wir die Treppe haben. Die erspart uns einiges an Zeit. Und hier will ich dann nämlich auch schon die hinsetzen, damit man hier direkt so hoch gehen kann. Und da bräuchten wir die hier. So, einmal rundherum quasi. Wobei, da geht das ja nicht. Dann kommt man nicht mehr runter. Das geht quasi nur bis da. Da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Ist natürlich ziemlich doof. Was mache ich denn da? Ja, da habe ich jetzt natürlich gar nicht drüber nachgedacht. Was ich hier mache. Weil hier funktioniert das natürlich nicht. Weil sonst kommen wir ja nicht mehr ganz rund. Oder, mein Gott, dann ist es egal. Dann ist egal, oder? Ja, ist eigentlich echt egal. Wen juckt's? Wer kommt schon hier hoch? So, ich muss jetzt da hoch auf jeden Fall. Um das Dach fertig zu machen. Damit das schon mal erledigt ist. Hier können nämlich jetzt die drauf. Bam, bam. Bam, bam. Ne, weil hier muss es schon seitlicher werden, genau. So, dann kann er nämlich auch schon weg. Das bedeutet nur hier. Und hier bräuchte ich dann auch... Weiß ich nicht, wenn ich das jetzt... Da, ah, okay, doch, das connected von alleine, sehr gut. Da muss ich nicht extra... Na toll, nicht extra einen Hilfsblock hinsetzen. Kann ich einfach so machen. Sehr gut. So, dann haben wir die schon mal alle. Dann baue ich hier einmal eine Reihe. Huch. Und dann connecten die auch. Optimal. Und so kriegen wir dann ein schönes Dach, was wir dann von innen wieder auskleiden können. Aber erstmal muss es einmal schon mal fertig sein. Dafür brauchen wir leider immer diese Hilfsblöcke, damit die Blöcke, die Treppenstufen so connecten, wie ich das will. Ja, weil dann wird das am Ende eigentlich ganz schön aussehen. Das wird dann nach oben hin spitz. So wie ich im Frühling. Na also, was ist denn hier los? Hey. Okay. Und dann mach ich das mal weg. Das auch. Dann müssen wir hier quasi wieder eine Reihe rein. So. Nicht drüber fallen, bitte. So. Perfekt. Ja, es ist ja nicht so, als wäre es erst wie viele Folgen her, dass ich hier Dachdecker gespielt habe. Jetzt bin ich schon wieder dabei. Funktioniert aber ganz gut, was ich hier mache. Erstaunlicherweise. Dann kommt hier
auch schon die letzte Reihe, und zwar von den Dingern. Dann haben wir das Dach von außen schon mal fertig. Ja, den könnte man sogar oben lassen als Spitze. Weiß ich aber gerade gar nicht, ob ich das will. Nee, man könnte so eine schöne Spitze bauen, aber nee. Das will ich, glaube ich, nicht. Nö, ich lasse das flach, ganz ehrlich. Sieht eh keiner von oben, dann sieht's von außen ordentlich aus. Das ist die Hauptsache. So. Jetzt muss ich einmal hier runter ins Wasser hüpfen. Ui. Und würde dann auch sagen, das war's erstmal. Ich mache auch eine kleine Kreativpause, um zu überlegen, wie ich da oben fortfahre. Von innen müssen wir das Dach dann natürlich noch fertig machen. Das hier würde ich dann gern da auch noch machen, also diese Teile hier auch noch, dass wir das einfach auch einmal drumherum haben, dass das alles da oben so ein Aussichtsding wirkt, und unten müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht tragen wir noch eine Schicht Erde hier von der Insel ab und setzen den hier unten ein bisschen tiefer und machen den dann auch ein bisschen dicker. Machen wir noch einen Screenshot so aus der Richtung. So. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.